Fahrer. Ich muss fahren. Ja, du musst fahren, aber du musst jetzt einmal ganz kurz Hallo sagen. Wir wollen einmal das gesamte Team hier versammeln. Moment, sitzt du in die Masken auf? Ja. Du brauchst dich nicht frisieren, das haben eh schon alle gesehen. Ja? Also, wenn ihr da euch seht, dann sehen euch auch die anderen. Ja? Ah ja. Wollen wir einmal Servus sagen zu allen? Grüß euch. Grüße aus dem historischen Fahrerlager. Servus. Markus, grüß dich. Habe die Ehre. So, was machen wir jetzt? Autofahren. Autofahren, genau. Also ihr stellt jetzt mal rein, wie viel PS haben wir? 365. 365 PS. Zyklon sagt, hi Niki. Du sagst offiziell, haben wir mehr? Das höre ich schon. Okay, also stellt mal eure Fragen hier rein. Wir wollen jetzt eine halbe Stunde ungefähr Livestream machen. Und das bedeutet, dass der Jörg, also wir haben jetzt Qualifying von 18.45 bis um 21.15 Uhr, richtig? Richtig. Genau, der Jörg fährt die erste Runde, der setzt mal eine Zeit. Er ist eh der Schnellste bei uns. Aber das wollen wir noch ändern, ne? Absolut. Wir wollen das Volume noch aufdrehen. Und Niki, was sagst du? Wir schauen, oder? Es wäre schön, aber... Also es ist, wenn ich, dann kommt mir nicht die Leistung vom Auto weg, sondern die vom Fahrer. Also es ist wirklich ein bisschen los. Er legt nur einem vor. Sehr, sehr schwierig, aber da sieht man halt, was möglich ist mit dem Fahrzeug. Das ist halt. Genau. Wie alt bist du? 45? Ja, genau. Was sind unsere Lieblingsmarken? Warte mal ganz kurz. So, ich muss mich ja kurz umdrehen. So sieht man es besser. So. Wie könnte ich verpassen, dass du Rennen fahren gehst? Ja, ihr müsst mir auf Insta folgen. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Alter Schwede, das ist krass, wie schnell das geht. Bei dir. Lecker, Mann. Ja, Wahnsinn. So viele Freunde hast du. Matthias, wir lieben dich. Ja, liebt ihr die anderen eigentlich auch? Hast du das alles vorher geschrieben oder schreibst du das wirklich? Ich kann also, mir das auch nicht vorstellen. Das hast du alles vorher eingegeben, oder? Ja, das genau, das habe ich alles vorher reingetippt. In welcher Klasse startet ihr? Cup 5. Die härteste. Cup 5 ist die härteste Klasse, sind nur M2 CS Racing. Gibt Permit A Autos, die haben 365 PS. Und die Permit B Autos. Und die Permit A Autos haben 450 PS. Genau. Wie schnell von 0 auf 100, Jörg? Das wissen wir nicht. Das ist man nicht. Weil man fährt nicht von 0 los, deswegen. Boah, Alter, wie schnell geht das denn? Genau sagen. BMW M2 CS Racing, Leute. Also, ich erzähle mal ganz kurz zum Modus, wie wir das hier machen. 18.45 bis 21.15 fahren wir. Und jeder von uns vier Nasen muss eine Qualifying-Runde machen. Sonst dürfen wir morgen nicht beim Rennen mitfahren. Und deswegen fährt jetzt einer nach dem anderen, oder? Jörg, erzähl mal deine Taktik ganz kurz. Die Taktik für heute oder für morgen? Für heute. Für heute. Wir fahren Qualifying. Dürfen wir noch gar nicht verraten. Eben. Wir fahren Qualifying. Ich versuche Zeitrunde zu fahren jetzt dann. Dann dürfen meine drei netten Kollegen ins Auto. Die dürfen vor allem dann in der Dämmerung ein bisschen Erfahrung sammeln. Weil ich hoffe, dass es dann auch zum Ende hin dunkel wird. Und dann mal schauen, was die Nordschleife bei Nacht macht. Ob die Kurven an der gleichen Stelle sind oder woanders. So, danach. Du fährst eine Runde, ja? Fährt jeder von uns eine Runde? Bitte? Fährt jeder von uns nur eine Runde? Ihr werdet mehr schaffen. Mir reicht eine. Ja, nee, ist klar. Ja, in einem Alter. Ich schaffe keine zwei. Was ist unser Wunschplatz? Jörg, du bist raus, der muss sich anziehen. Unser Wunschplatz wäre Platz 2, ehrlich gesagt, in der Klasse. Ne? Da wären wir aber schon ziemlich gut unterwegs, gell? Ja, so, jetzt ist der geile Moment, wo die Garage aufgemacht wird. Und unser Baby. Oh, da ist die Lampe kaputt. Was ist da los? Standlicht, glaube ich. Das Parklicht ist eingestellt, wir stehen ja noch in der Box. Genau, ich muss mal ganz kurz zu Dominik gehen, unserem Renningenieur. Dominik? Ja? Vorne links ist die Lampe kaputt. Was hast du gemacht? Ich? Ja. Ich hab da nicht viel gemacht. Ja, dann mach das doch mal wieder ganz. Was kann ich da ganz machen? Einmal dagegen klopfen, genau. So, BMW Beste, Top Speed. Was haben wir Top Speed auf der Geraden? 250 sowas, ne? 260? Also Top Speed ist 260. Ja, das war das Fernlicht. Standlicht geht nicht. Also 260 sowas. Erstes Juni-Wochenende ist das 24-Stunden-Rennen, ganz genau. Das bin ich schon. Boah, Alter, so schnell kann ich gar nicht lesen. Offizielles BMW-Werksteam. Das müssen wir ganz kurz den Markus Flasch fragen. Ja, bitte. Ist das hier ein offizielles BMW-Werksteam? Naja, das ist eine Kooperation von BMW Motorsport und Adrenalin Motorsport. Und Schelle Motorsport und Malmedy Motorsport. Malmedy Motorsport. Und Weidinger Motorsport. Genau. Genau. Okay, ja, haben wir die Frage beantwortet.
Findest du den M2 CS geiler oder diesen M2 Competition, M2 CS natürlich? Wie sind die Wetteraussichten? Also es sollte eigentlich nicht regnen. Es sollte trocken bleiben. Matthias, driftest du auch? Ja, leider. Ja, doch. Nein. Muss man leider sagen. Wir schauen Kinder zu. Ja, wir müssen. Also es ist halt hin und wieder schon so, dass einem das Fahrzeug mal ausbricht. Und deswegen kannst du es nicht vermeiden, dass du auch mal driftest. Es wird gefragt, ob uns schon der Stift geht. Niki, geht dir schon der Stift? Wie heißt der Code? Code Brown. Code ist auch nicht schlecht. Ja? Eigentlich heißt der Code Brown. Ja? Wie sieht es mit dem M5 CS aus, fragt jemand. Er ist super für den Weg zur Nürburgring, Nordschleife und wieder heim, aber nichts für die Strecke. Okay, ja, stimmt. Also die böse GT3-Meute geht los. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Also was ich von Felix von der Laden halte, ist glaube ich ein ziemlich geiler Typ. Wir haben leider keinen Kontakt miteinander, aber das ist, was nicht ist, das kann er noch werden. Ne? Was war die beste Rundenzeit? Beste Rundenzeit war letztes Rennen 9:22. Heute bin ich gefahren 9:39, das ist die längere Streckenvariante, deswegen ist sie ein bisschen langsamer gewesen. Aber ja, für mich vollkommen okay. Ich bin seit 2009 keine Rennen mehr gefahren auf der Nordschleife und auch sonst keine Rennen gefahren, deswegen bin ich sehr, sehr zurückhaltend, was das hier alles anbetrifft. Ich bin mega aufgeregt, habe ich auch gelesen. Dass ihr fragt, ob ich aufgeregt bin. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Was ist mit JP? JP ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Das ist mit JP. Wir müssen dringend mal wieder ein Video zusammen machen. Ich kann nicht. Alter Schwede, hört ihr irgendwas? Schreibt mal rein, hört ihr das, was ich rede? Ja, alles klar, sehr gut. Okay, dann jetzt wieder andere Fragen. Aufhören mit Ja. Also, jetzt schauen wir mal, wann der Jörg rausgeht. Ja, wir machen Permit A. Ich fahre, also jetzt fährt der Jörg, dann fährt der Niki, dann fahre ich und dann fährt der Markus Flasch. Das ist die Reihenfolge, also ich fahre circa in einer halben Stunde ungefähr. Wir werden auf jeden Fall den Boxenstopp miterleben von Jörg auf Niki, da sind wir mal dabei. Weil wieso schreibt ihr immer dasselbe da rein? Also, es wird jetzt nochmal getankt. Und dann fahren wir raus. Ich denke mal, dass wir absichtlich noch so ein bisschen warten, damit die GT3s erstmal weg sind und wir dann in Ruhe so ein bisschen fahren können. Das Rennen könnt ihr sehen tatsächlich im Livestream auf der Nürburgring YouTube-Seite. Da könnt ihr euch das morgen angucken. 12 Uhr ist Start. Gibt es eine Onboard-Kamera, Matthias Malmedy? Ich glaube nicht, aber ich werde morgen, also Kameramann ist schon da, so jetzt geht der Kollege raus. Wir drehen morgen tatsächlich ein Video
gehe mal ein bisschen hier in die Garage, ey, das ist ja Wahnsinn. Ich drehe morgen hier ein Video für meinen YouTube-Channel, das laden wir dann nächsten Samstag hoch. Also ist jetzt mal ein bisschen Renn-Content. Und ja, vielleicht nur ja, zu meiner Idee, bitte. Danke, bitte gerne. Ja, also der Marshall hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich bitte reingehen soll und das habe ich natürlich gemacht. Was trinkst du während der Fahrt? Gar nichts. Also wir haben kein Trinksystem drin, weil es einfach mega kompliziert ist. Du brauchst den anderen Helm, wo hier vorne direkt Luft drin ist. Und deswegen haben wir nichts zu trinken und wir fahren noch nicht so lange. Die Sitze sind mega gemütlich. Groß. Für mich sind die Sitze zu groß. Ich muss mir die ganze Zeit hier mit dem Oberschenkel abstoßen. Finde ich nicht so bequem, aber ist ganz egal. Also ich finde ihn, also ja, er könnte ein bisschen enger sein. Findest du auch, dass er enger sein könnte? Ja, natürlich könnte man schon anpassen, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut, so wie er ist. Eben, und das ich suche halt auch nicht nach Ausreden. Genau, und das ist ja immer so, wenn drei Personen sind, muss ja immer ein Kompromiss geschlossen werden und deswegen ist es so. Digga, trink Flaschen an, aber ich bin einmal mitgefahren, dann sind wir insgesamt 11 Runden am Stint gefahren, das waren fast 2 Stunden. Du hast dann gerne was, wenn du was zum Trinken hast, aber hier jetzt halt eben bei 6 Runden, also wenn man da schon was durchkriegt, dann sehen wir. Schreibt immer wieder dieselben Kommentare da rein. Was soll das? Wo bleibt der Axel? Ja, das stimmt eigentlich. Axel Stein, weiß ich, dass der keine Lust hat auf Nordschleife, weil ihm das zu gefährlich ist tatsächlich. Also das ist, hat er mir irgendwann mal gesagt. Ich habe gesagt, hör mal, also haben wir mit dem Polo waren wir auf der Nordschleife. Da habe ich gesagt, sag mal, was ist denn eigentlich mit Rennfahren und so? Und da habe ich gesagt, nee, ich fahre auf der Nordschleife keine Rennen, ist mir zu gefährlich. Das zum Thema Axel. Aber wir lieben uns immer noch. Habt ihr Fragen an Markus Flasch, den Chef von der M-Hammer? Der steht jetzt hier und beantwortet live eure Fragen. Ich gehe mal vor und hole mal meinen Helm, weil bald wäre ich dann. Du musst dich anziehen, oder was? Helm, genau. Ja, okay. Dann geh mal Helm holen. So, Lieblingsstreckenabschnitte. Bitte? Lieblingsstreckenabschnitte sind gefragt. Hatzenbach finde ich super. Und dann Metzgesfeld, Arenberg. Metzgesfeld auch? Mhm. Okay, Metzgesfeld mag ich zum Beispiel gar nicht. Mein Ding ist Wippermann, mein absoluter Lieblingsabschnitt. Und wie wird man Rennfahrer? Was heißt Permit A? Okay, große Fragen. Rennfahrer wird man, indem man, glaube ich, heutzutage anfängt mit Kartfahren. Ohne Kartkarriere geht es vorher nicht. Und dann ja, muss einfach die ganzen Lizenzen machen. Ich glaube, man braucht relativ viel Geld. Und es ist mittlerweile sehr, sehr schwer. Elektrischer M coming in, hat jemand gefragt. Kommt alles zu seiner Zeit. Und richtig oder? Richtig. Und wenn wir was machen, machen wir es richtig. Okay, gute Frage. Bist du die ganze Zeit live? Nein, also wir sind jetzt irgendwie, ich schätze mal eine halbe Stunde oder sowas. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das abläuft mit den Fahrerwechseln. Einen Fahrerwechsel will ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Und dann werden wir mal schauen, wie lange das noch geht, wie lange der Akku hält. So lange sind wir live. Nein, Quatsch. So, kommt jemals ein V10 BMW? Den gab es schon, den gibt es sogar noch gebraucht, aber neu wahrscheinlich nicht mehr. Genau, was heißt Permit A? Permit B, also du brauchst, um auf der Nordschleife Rennen fahren zu dürfen, brauchst du die sogenannte Nordschleifen-Permit. Und die erste Stufe ist, glaube ich, die B. Oder gibt es noch eine C? Ja, glaube ich. Was du privat fährst, finde ich, muss ich gerade ganz kurz reinfragen. Z3 M-Coupé. Ein Klassiker, sensationell. Also, nein, ich bin noch nicht geimpft. Wieso nicht auf Instagram Live? Weil. Wo waren wir stehen geblieben? Permit A. Also Permit B, das ist quasi wie so ein Sonderführerschein. Wie so ein Sonderführerschein für die Nordschleife. Und du musst so einen Lehrgang machen, den haben wir gemeinsam gemacht. Und dann fährst du einen ganzen Tag lang auf der Nordschleife hinter so einem Instruktor her. Du musst die Flaggenkunde kennenlernen. Es gibt diese 120er Flaggensituation, es gibt die Code 60-Situation. Und es gibt Code Brown Situation. Und all das musst du lernen. Und du musst dann am Ende auch fahrerisch quasi beweisen, dass du das raffst, auf der Nordschleife zu fahren. Damit, ja, damit einfach nichts passiert, weil die Nordschleife nach wie vor die gefährlichste Rennstrecke der Welt ist. Kommt ein BMW mit Mittelmotor? Momentan nicht im Plan. Kommt der M4 CSL? CS wahrscheinlich ja. CSL? Ja, er fährt gerade relativ viel hier immer. Kannst du mehr Videos machen? Ja, ich probier's. Hatten wir schon mal einen Unfall auf der Nordschleife? Nein.
Wie fühlt man sich als Amateur körperlich nach mehreren Runden? Also, ganz ehrlich, ja, ich bin Amateur-Rennfahrer oder ich bin Kirmesfahrer. Aber wir alle machen sehr, sehr viel Sport und deswegen ist es körperlich kein Problem, denke ich. Also ich habe bis jetzt jedenfalls kein Problem gehabt. Du kommst zwar komplett nass geschwitzt aus dem Auto raus, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und das einzige Problem, was ich hin und wieder habe, ist so Nacken. Aber tatsächlich, das ist jetzt das dritte Rennen, was wir fahren, nachdem geht es einigermaßen mit dem Nacken. So, Niki, du bist dran. Such dir eine Frage aus. Ich sehe ja nichts. Ich sehe jetzt nichts, wenn ich auf der Strecke bin, ist es noch schlimmer. Also ich sehe eigentlich gar nichts. Das ist sehr angeregt. Was haben wir denn da? Ja, Cindy ist zu Hause. Lieblings-M von uns drei. Sehr gute Frage, sehr schwierige Frage. Ich muss leider gestehen, Z3M probieren. Ja, wir sind zwar nur zu dritt, aber ich stehe auf 5. M5? Ihr kennt das, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass der M2CS hier in meinem Herzen drin ist. Ein unfassbar geiles Auto. Ich sag M2CS, das ist mein Liebling. So, Z4M. Hamilton oder Verstappen? Keine Ahnung. Schau keine Formel 1. Verstappen. Automatik oder Handschaltung auf der Rennstrecke? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir sequenziell fahren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Aber Handschaltung auf der Rennstrecke hat dann auch was. Das wäre richtig oldschool, ne? M8. Mal schauen. Er redet nicht viel. Aber er sagt sehr viel trotzdem. Wenn man uns auf der Straße trifft, uns drei, dann sollte man uns dringend ansprechen. Weil deswegen sind wir auf der Straße unterwegs. Ja? Warum FFP2? Vorschrift. Weil, ist einfach eine Vorschrift. Alle Leute, alle müssen hier FFP2 tragen. Es gibt keinen, der keine FFP2-Maske auf hat. Ja. Was ist denn? Ja. Nein, du bist nicht im Bild. Ach so, ja. Ja, ja, alles gut. Wir sind zwar hier in der Live-Sendung, aber macht ja nichts. Man kann ja mal fragen. So, schon mal übergeben auf der Rennstrecke. Ja, zum nächsten Fahrer. In der Box. Ich muss gestehen, bei einem 24-Stunden-Rennen war an der Nachbarbox. Hat der übernächste Fahrer etwas Gulaschsuppe gegessen, dann kam der Fahrer rein, dem war es nicht so gut und der musste wechseln, der andere hat den Löffel gerade weg. Der ist noch eine Runde wieder zurückgekommen und dann war die Suppe in der Maske gesteckt. Dann wird der ja ausgestiegen, dann ist der nächste rein und der nächste, dem hat der Geschmack auch nicht gut getan. Der ist dann auch wieder reingekommen. Da haben wir echt gedacht, arme Schweine, also so kann es auch passieren, aber toi toi toi, bei mir alles grün. Alles gut. Du auch noch nicht übergeben auf der Rennstrecke? Ja, das habe ich noch nicht geschafft. Also ich hatte mal den Fall beim 24-Stunden-Rennen, dass der Kollege, mit dem ich gefahren bin, dem ist tatsächlich immer schlecht geworden. Und dann ist immer zwei Runden gefahren, obwohl er irgendwie 7 fahren sollte. Und er ist dann immer nach 2 Runden reingekommen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Deswegen, das war krass, hat den ganzen Fahrerplan durcheinander geworfen. Tag oder Nacht auf der Nordschleife? Ja, gibt's beides. Liebling? Ich bin noch nie in der Nacht gefahren, das kommt erst. Noch nie? Ja. Okay, du, Niki? Ich muss ganz ehrlich sagen, früher war immer für mich Nacht vom Rallye-Fahren her. War mega, ich habe ganz wenig Zeit bloß verloren gegenüber zum Tag. Aber jetzt muss ich sagen, ich sehe ja die Kommentare schon gar nicht. Also sehe ich die Strecke auch in der Nacht nicht, also werde ich schon etwas langsamer fahren. Welches Team habe ich mir hier ausgesucht? Wann fährt Niki wieder eine Rallye? Ganz ehrlich, ich bin dran, ich versuche das Ganze, weil das kann ich halt noch ein bisschen besser und das kann ich auch, glaube ich, noch mit 80 Jahren. Jetzt halt Rennen fahren, so wie Rennen, ich bin ja noch keine 15 Rennen gefahren. Ich tue mir immer wieder schwer und der ganze Verkehr bringe ich ein bisschen durcheinander. Bei Rallye ist einfach so, da stehe ich am Start, da mache ich vor 10 Sekunden, bevor da wird die Startzeit runtergezählt, da mache ich noch einen coolen Spruch zum Beifahrer. Das kann ich blind, aber Rennen, da bin ich dann doch ein bisschen anders da. Ja, werdet ihr gleich sehen, wenn der Niki dann einsteigt, das wird jetzt irgendwann der Fall sein, ne? Genau. Hast du schon Bescheid gekriegt? Nee, das nee. Ist mit mir. Aber ich schaue mal rüber, nicht, dass sie mich suchen. Wir gehen mit rüber. So, die 1.
Bitte? Was war das? Der macht so, ich denke mal zwei Runden. Okay. War da zwei oder nicht? Er fährt zwei Runden, ja. Ah, jetzt. Vielleicht seid ihr wieder da. Zwei Runden, 9 Minuten, 50 pro Runde. Kannst du ausrechnen. Alles klar. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Niki, was fährst du privat? Ich? Ja? Privat fahren wir einen Suzuki. Alles klar. Mit Allrad, alles was dazugehört. Da findest du aber hier kein Blumentopf, muss man dir leider zugeben. Ja. Ja, zeigt bitte was vom Rennen, Leute. Das ist ein bisschen kompliziert, weil ich darf da vorne gar nicht hin. Da darf niemand mehr hin. Ihr seht das? Und Presse darf da sowieso nicht hin. Deswegen, ich darf da vorne nicht hingehen. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Ich bin nämlich gleich mega heiser von der ganzen Schreierei hier. Der Niki fährt einen Suzuki. Was fahre ich, Matthias? Ich fahre einen M2 CS Racing. Lieblingsauto auf der Rennstrecke. Boah. Also genau, Nacht hatten wir, ne? Also ich liebe es, in der Nacht zu fahren. Tag oder Nacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich eigentlich lieber in der Nacht fahre, weil es einfach krass ist, wenn du die Lichter siehst, die Ballermänner von hinten, das wollte ich euch sowieso noch erzählen, die GT3 Autos, die wirklich so viel krasse Aerodynamik haben, die sind so schnell, das ist unglaublich. Und du fährst mit deinem eh schon krassen M2 CS. Das ist jetzt gerade Qualifying. Fährst eh schon mit deinem M2 CS Racing, der nicht so schlecht ist, und bist schon voll am Limit, und dann kommen die an dir vorbei, und zwar so. Ja, ja, ja. Das ist unglaublich, könnt ihr euch nicht vorstellen. Niki Lauda oder Niki Schelle? Niki Lauda und Niki Schelle sind beides richtig geile Typen. Ist das 24-Stunden-Rennen nicht Christi Himmelfahrt? Nein, 3. bis 6. Juni. Das Rennen könnt ihr sehen im Livestream vom Nürburgring. Nürburgring-Kanal, reinschauen, morgen ab 12 Uhr geht's los. Die sind schon vorher live, aber Rennstart ist um 12. So, Felix auch da, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Livestream aus dem Auto, ja, ist möglich, aber ich mache das jetzt gerade einfach ganz klassisch mit dem Handy. Und ich glaube, es gibt keine Handyhalterung, die so strong ist, dass du tatsächlich das im Auto reinschnallen kannst. Kann man so ein Auto kaufen? Ja, man kann so ein Auto kaufen, aber du kriegst damit keine Straßenzulassung. Also wenn dann kannst du damit nur auf der Rennstrecke fahren. Aber es ist auch das Geilste, mit so einem Auto auf der Rennstrecke zu fahren. Wie komme ich mit Jörg zurecht? Also der Jörg Weidinger ist ungefähr der lustigste, bescheuertste und professionellste Typ im Rennsport, den ich jemals kennengelernt habe. Der ist so lustig. Wir waren gestern Abend im Magnesenhof und haben da gegessen und gleichzeitig Videoanalyse gemacht über unsere Runden. Haben halt geguckt, wo sind wir zu langsam, wo sind wir zu schnell. Das Thema war sehr schnell abgehakt. Und deswegen, ja, es war einfach ein unfassbar schöner Abend. Und wirklich, mit dem Jörg, der war jetzt gerade sehr konzentriert. Deswegen hat er nicht so viel Blödsinn geredet, was er sonst sehr gerne macht. Und ja, das ist einfach ein mega geiler Typ. Hab gerade gelesen, wann ist ein Trackday geplant? Ehrlicherweise ist ein Trackday geplant, aber Corona macht auch diese Pläne kaputt. Sehr schöne Mütze, wo gibt's die? Ich schätze mal im BMW-Shop irgendwo. Jörg, sage ich liebe Grüße von Leo, ja. Südtirol bin ich, glaube ich, wieder im Juni oder Juli. Genau, Juli. Nur 24 Stunden, volle Saison, wahrscheinlich nur 24 Stunden, also nur in Anführungszeichen. Für mich ist das schon eine mega Ehre, dass ich das machen darf. Ist ein unglaubliches, eine unglaubliche Erfahrung. Das letzte Mal Rennen 2009 auf der Nordschleife. Und ja, Fahrerwechsel, shit. Voll komplett, Leute. Also es ist folgendermaßen. Der Niki ist jetzt vom Rennen. Das ist der Hintern von Jörg Weidinger. Also der Fahrer, der aussteigt, der schnallt den anderen Fahrer an, steckt den Fuß ein, macht das Netz dann wieder an. Und werden die Gurte noch jetzt. Da ist das nächste. Also hier ist wieder los.
kontrollieren noch den Funk. Geht der Funk? Ja oder nein? Ja, nein, ja, nein, ja. Also Funk geht. Währenddessen werden die Reifen gewechselt und nachgetankt. Nein. Hör das Mimimi auf, weil Matthias gerade aber nicht gut hört. Bla bla bla. Leute, entspannt euch. Alles easy. Ich prahle nicht mit meiner Lizenz. Ich weiß gar nicht, ob ich die Permit A kriege. Deswegen, es ist wirklich nicht so leicht. Und ich bin auch kein echter Rennfahrer. Lotus Exis von Jumbo. Mega, Alter. Das war so ein geiles Auto. Was ist geiler, Gas- oder Bremspedal? Das ist eine Mega-Frage. Also ich muss fast sagen, ja, ist das eine schwere Frage. Also ich würde sagen, Bremspedal, weil das so krass ist, was du mit der Bremse machen kannst. Weil du auf der Bremse auch das Auto positionieren kannst und irgendwie, ja, das Einlenken verändert sich, ob du stärker oder weniger stark auf die Bremse gehst. Aber das sind schon krasse, ja, Feinheiten, sage ich jetzt mal so, ja. Ja, ich sage ihm schöne Grüße, dem Jörg vom Leo. Leder oder Alcantara? Leder oder Alcantara? Alcantara. Wie bereitest du dich auf die Quali vor? Ihr seht es ja, ich mache einen Livestream. nein, also ich weiß ja, der Niki fährt jetzt. Und nach Niki fahre ich. Also ich muss ungefähr in... ich muss mich jetzt mal fertig machen, glaube ich. Also, ihr müsst euch jetzt mal einschießen auf den Markus Flasch. Der wird jetzt die nächsten Fragen beantworten. Markus, ich muss mich jetzt mal anziehen. Kannst du weitermachen? Na, ja, was erzähle ich? Einfach die Fragen da beantworten. Ja. Dafür werde ich nicht bezahlt. Tu einfach so, als wenn du ich wärst. Genau, okay. Musst ein bisschen weiter weghalten, dass die Leute sehen. Genau. Oberarmtraining hier. Ja, Wahnsinn, bin begeistert. Wir können einmal ganz kurz, wenn ihr wollt, einmal mitgehen, dann ziehen wir uns um. Das machen wir, wir schauen dir beim Umziehen zu. Richtig gehört, ich komme aus Österreich. Das ist ja brutal schwierig, das ist ja schwieriger wie Autofahren. Ja, ja, viel schwieriger. Also okay. Jetzt ist der einzige Moment, wo ich die Maske ausziehen darf. Sie grinsen alle so blöd, da schaut, dass es zuschauen. Ich muss mal ganz kurz überlegen, was ich als erstes machen muss. Als erstes kommt das hier dran, Leute. Da sind meine Kopfhörer drin. In den falschen Farben. Ja, ist halt Schweden, ne? So, wo war jetzt nochmal? Die Seite ist rechts. Gelb ist rechts. Irgendwas war da mit der Pfeffer gerade. Nächster kommt. Wie stellt sich Matthias an? Wer ist ja Matthias? Ja, es ist so. Es ist ganz okay, glaube ich. Ja, ich bin aufgeregt. Von wo aus Österreich? Pongau, genau, werde ich nicht. Okay, zwei Schalter oder Automatik, die sind natürlich Automatik. Unsere sind Automatik, aber auf der Straße lieber Handschalter, oder? Die Frage mit dem Z4M hat sie auch schon beantwortet, den gibt es schon. Fällt mal gut. Brauchen wir gar nichts sagen? Ja. M50S sind wir auch schon gefahren, gell? Ja, schau. Ja, da schau her. Jörg, wie ist die Strecke? Trocken, sauber, wunderschön. Alle Kurven an der richtigen Stelle wie vorher. Die Reihenfolge passt, also keiner was verändert, top. Ich konnte den anders sagen, top. Sehr gut. Es ist, der redet immer ein... Achso, ich soll dir übrigens schöne Grüße sagen vom Leo. Das gibt's nicht, vom Leo. Von welchem Leo? Der hat da reingeschrieben. Du spinnst. Der Leo. Das ist der Hammer. Jetzt fährst du, oder was? Ja, jetzt, Niki kommt jetzt dann gleich. Nimmst du die Kamera mit oder müssen wir die halten? Die müsst ihr halten, dann könnt ihr noch ein bisschen blöd daherreden. Okay.
sind wir nicht gut drin, aber wir probieren es. Nein, das können wir nicht. Wie alt bist du, Jörg? Scheiße, ich hab's gewusst. Er ist jünger als ich. Aber offensichtlich klar, weil es mein Chef ist. Das ist ja Wahnsinn. So, bitte einmal hier rein machen. Ja, Logo. Was ist denn da wieder los? Rein, raus. Warte, weil ich gleich lebt dahinter raus. Kannst du den Finger doch aus meinem Auge nehmen? Jetzt wird dein Helm dazu machen. Ja. Du nimmst die Kamera da mit, oder? Natürlich. Leo aus Mauthausen. Oh Gott. Was sag mal? Der oder die Leo? Ich weiß nicht. Ich hab's aufgeregt. Und Leo aus Chemnitz auch. Der beste Fahrer ist er hier. Du kennst Leid, das ist Wahnsinn. Das ist der beste Fahrer bei uns. Du kennst Leid. Okay Leute, also Helm habe ich dran, Hand ist dran. Jetzt müssen wir die Handschuhe anziehen. Und dann... Der Jörg noch Bergrennen. Wenn sie es anbietet, immer gerne. Mit Liebe, wirklich. Gibt es noch Bergrennen? Sicher. Momentan mit Corona ist es ein wenig schwierig, aber die wird es wieder geben. Dann wird er wieder gefahren. Ganz bestimmt, versprochen. Über den Wettbewerb sprechen wir nicht, gell? Keine Ahnung. Jens Leonhard aus Chemnitz, jetzt haben wir es. Hallo Leo aus Chemnitz, jetzt war es endlich. Der Jens Leonhard, Mensch. Okay Leute, ich muss jetzt mal so ein bisschen mich konzentrieren, ja? Die beiden machen weiter und ihr müsst Fragen beantworten, ne? Ja, wir gehen mal zu mir. Ich finde es egal, der fährt permanent einhändig, weil der ganze Zeit aus dem Fenster winkt und ist trotzdem noch verschnellt. Ich bin mir nicht sicher, winkt er den Leuten oder winkt er den Leuten vorbei hinter ihm? Viel Spaß, Servus. Wir gehen mit dir mit. Wenn ihr keine Lust mehr habt, ne? Ja. Dann machst du einfach aus. Wir? Da unten rechts. Niemals. Kannst vergessen. Mach's aber weiter. Okay, wir gehen mit. Kim Jörg. Bis dahin, Jörg. Ja, wir bis hierher. Ist der Rennleiter ein ganz guter Mann. Einer der Besten. Gut frisiert, ja? Gut frisiert. Danke. Ja, den elektrischen M wird es geben, aber zu seiner Zeit kommt alles. Ich fand das gerade lesen so schnell. Der BMW hat 365 PS. Meier, mei. Also, es dauert jetzt noch 20 Minuten. Ich bin ein bisschen zu früh. Ehrlich? Du bist ein nervös. Ja, da, dann übernimm doch mal. Ja, okay. Das ist dein Chef. Genau. Bei dir rollen die Autos. Die hören dich auch gut, wenn du die Maske aufhast. Was haltet ihr vom E39? Ah, das war jetzt hier schnell. Forellen-Squad soll ich grüßen. Okay, machen wir doch gerne. Wie viel Newtonmeter, weißt du das? Wie viele Newtonmeter da hat? Reicht nicht. Das Rennen live zu verfolgen, ja. Bruno-Shirt im Shop gibt es schon, Leute. Gibt es einfach reingehen, www.fahrerin.com. Da sind Bruno-Shirts. M2, der Stamm vom M4 GT4 ab, da habt ihr recht. Er hat viele Technikkomponenten übernommen vom GT4. Natürlich kann er nicht so schnell sein, er ist ein bisschen leistungsschwächer, ein bisschen schwerer, aber er fährt wie ein GT4. Das kann man wirklich sagen, ja? Also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr technische Fragen habt. Dieser Mann hier fährt alles, stimmt alles ab, was BMW M rausbringt. Richtig, ja? Das ist richtig. Fahrwerksabstimmung. Also die Fahrwerksabstimmung von eurem M kommt von diesem Mann. Und deswegen ist der auch so sackschnell. Also wenn ihr Fragen habt zur Abstimmung von euren Autos, raus damit. Aber Garantie für erst wieder am Montag. Wie teuer ist der Rennwagen? M4 GT3 bin ich noch nicht gefahren. Leider. Ich hoffe, das kommt noch. Der M2 CS Racing kostet 95.000 Euro. Ein richtig, richtig geiles Rennauto für unter 100.000 Euro. Also der kostet dann ja genauso viel wie sehr ein Auto. Exakt. Aber ein richtig geiles Rennauto. Sehr gut. Liebe Grüße vom Falk, ein Freude ist es mir. Nee, ich nehme die Kamera nicht mit ins Auto, weil ich kann nicht einhändig fahren. Kann er. Er winkt immer die Konkurrenz vorbei mit anderen Hand. Ja, 19 auf der Nordschleife, das wäre was, oder? Ja, würde man machen, oder? Ja. Würde man machen, es gibt uns doch keine Auto. So. Bei 39 Schützen in der Sache gibt's. Den Luis sollen wir grüßen. Haben wir hier mitgemacht? Hi Luis.
Habt ihr noch Fragen an den Jörg? Normalerweise rennt er nie vor der Kamera, ne? Ja, heute mal. Eine einmalige Chance, jetzt Fragen zu stellen. Und Matthias hat die Schatulle geöffnet, das mache ich mal für 10 Minuten. Genau. Hey Marc, das ist ein geiles, geiles Auto, das sage ich euch. Wirklich wahr. Zu Mercedes. Mercedes? Waren die Autos? Meinung zum M140i. Kauft euch, geiles Track-Tool. Warum? Straßen- und Rennstrecke. Klein, handlich, schnell. Angenehm zu fahren, wenig Service, geht gut. Sehr gut. Was fährst du privat, Jörg? Privat, nur alte Autos, muss ich ehrlich sagen. 2000 TII von 71 mein Auto im Moment. Okay, krass. Also wenn ihr wissen wollt, 15 Minuten bis ich einsteige, das ist doch sehr lang. Jetzt fast nur einen Helm ausziehen, ne? Sicher. Ja. Kennt ihr ja keiner, geh her. Ja, ich zieh mir da. Ja, muss da unten. Was? Also Viertelstunde noch, bis es losgeht. Dann kann ich noch mal das Ding ausziehen. Ich kann das Handy nicht ins Auto kleben, Leute. Haben wir eine BOP, fragen Sie? Haben wir nicht, nein. Kannst du mir den Stecker da noch mal ziehen, bitte? Sicher. Oh Gott. Okay, Handfrei, was? Ah. So. Also, haben wir eine BOP? Nein, haben wir nicht. Aber wir kriegen Zusatzgewicht rein. M2-Cup-Klasse nicht, genau. Was ist dein Lieblings-M-Modell, Jörg? Mein Lieblings-M-Modell im Moment ist der M5CS, oder? M5CS, ja. Können wir das bestätigen? Ich bin der M5CS einmal ganz kurz im NLS 3 ist der Jörg mit so einem Entwicklungsauto gekommen und da bin ich mitgefahren. Ich durfte natürlich nicht selber fahren und Kaffee stellen. Ja. Ich durfte natürlich nicht selber fahren. Diese Einzelsitzanlage hinten, mega. Nee, wir haben keine BOP. Wenn ihr wissen wollt, wer von uns schnell ist, wer langsam ist, wie die Zeiten aussehen, müsst ihr euch morgen in das Rennen reinhacken. Nürburgring YouTube-Channel. Und da kann man sich, glaube ich, auch Zeiten angucken. Ja. Im genau. Moment haben wir eine gute Trainingszeit von 9,24. Ist gut. Da stehen wir auch schön weit vorne, das passt auch so. Und morgen schauen wir. Was glaubst du, was du jetzt fahren? Achso, jetzt bist du 9,24 gefahren. Bist du fertig mit der Arbeit? Ha? Bin schon fertig mit der Arbeit, ja? Also 9,24 ist der Jörg gefahren. Ich sag mal so, wenn wir 9,45 schaffen, dann sind wir sehr, sehr gut. Also wir jetzt. Wir, ja, in Summe. Übrigens hat mir meine Frau gerade ein Video geschickt. Meine Kinder schauen live YouTube daheim. Ja. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Sehr gut. Also die Kinder gehen jetzt langsam ins Bett und wir bleiben noch ein bisschen dabei. Gibt es eine dB-Begrenzung? Also was? Eine dB-Begrenzung, also Lautstärkenbegrenzung? Hier schon, ja doch, gibt es am Nürburgring generell, aber da ist der M3, der M2 weit drunter. Okay, wie laut, generell wie laut sie sein dürfen? Ich glaube 108 dB. 108 dB glaubt er. Nein, wir haben keine F1 gesehen. Doch. Wer ist der Chef? Der da ist der Chef. Markus Flasch. Ah, das ist eine gute Frage. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr ins Auto steigt? Nicht viel, die Strecke. Also eigentlich darf einem nichts durch den Kopf gehen, weil wenn du an was anderes denkst als ans Rennen fahren, dann kannst du nicht mehr Rennen fahren. Es braucht wirklich die komplette Konzentration. XVM 40D, Meinung? Eines der besten Langstreckenautos, die wir haben. Guter Kauf. Sehr gut. Also ich fahre morgen. Morgen fängt der Jörg wieder an, ne? Ja. 12 Uhr ist Start, dann fährt der Jörg 6 Runden, 7. Ja. 13 Uhr. Dann der Niki, dann du, du fährst um 3. Ich fahre um 3 ungefähr. Um 15 Uhr ungefähr. Also je nachdem, wie es alles läuft und so weiter und so fort. Wart ihr mal, was? Ach so, kurz vor Unfall. Ja, also kurz vor Unfall waren wir schon. Das passiert schon mal, ne? Kommt vor. Das ist auch das Thema Rennfahren. Ist einfach, ja, du fährst halt am Limit einfach. Deswegen passiert auch mal, dass du irgendwie fast ins Kiesbett fährst oder, ja. Wo ist dein Siebener? Ja. Maske verwenden. Okay, ich geh mal eine Maske holen. Geh du mal die Maske holen. Danke für die vielen Hinweise zum Maske verwenden. Wir halten uns dran. Thank you.
wieder. Die Fragen wiederholen sich. Also Falten, ja, ne? Mhm. Das ist kein Ohrenschmalz, das ist mein Ohrstöpsel. Da ist ein Lautsprecher drin, dann können wir funken. Ist da reingegossen, das ist so ein Gel, das da reingegossen wird und dann wird es hart. Fährt Matthias beim 24-Stunden-Rennen. Wir alle, also alle Leute, die ihr im Livestream jetzt seht und gesehen habt, fahren alle 24-Stunden-Rennen. Mit BMW ein Wasserstoffauto bauen? Kann man nicht ausschließen. Es sind eigentlich alle Marken am Start, kann man fast sagen. Es fährt sogar ein Dacia mit, ne? Ehrlich? Ja, es fährt ein Dacia sogar mit. Hat die der überholt? Na, ich hab ihn überholt. Ah, okay. Kann man bei uns mitarbeiten? Wird wahrscheinlich schwierig, aber wenn ihr Bock habt, im Motorsport zu arbeiten, kann ich euch das Team Adrenalin Racing empfehlen. Weil die Jungs sind lustig, sehr, sehr professionell und es macht einfach Spaß. Also das, bewerbt euch einfach bei so einem Team, Leute. Das ist das Beste. Axel, wo bist du ja? Der ist daheim in Wuppertal halt. Monitore Pit Crew. Also, was ist das? Die Seite. Ja, ja, ja. Becky 19.20. Das ist aber die Zeit von Jörg. Dann kann man hier sehen, wo sich das Fahrzeug bewegt. Also die 241 ist unser Auto. Wir sehen hier exakt, ich hoffe, man hat es gesehen. Wir sehen hier exakt, wo das Auto sich befindet und wann es wieder da ist. Und das Ganze in doppelt. So, kommt Cindy noch bei Grip? Ich glaube nein. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil die Cindy einfach eine sehr, sehr liebe Dame ist. Und die glänzt, finde ich, durch ihren Humor und durch ihr fahrerisches Können. Die ist sauschnell. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass sie hier beim Rennen mitfährt und uns ordentlich einheizt, weil die Dame wirklich sehr, sehr schnell ist. Aber aktuell. Jetzt da. Ah ja, da muss jemand gegrüßt werden. Jetzt. Kann ich den beiden live gute Nacht sagen? Ja. An den Leon, an den Lukas, gute Nacht und schlaft gut. Das ist der Matthias. Er darf jetzt gleich fahren. Ich bin schon gefahren. Die Jungs müssen noch ein bisschen fahren. Jetzt wird es dann gleich dunkel. Und ihr beide dürft gut schlafen. Träumt schön. Genau. Schlaft gut. Also ihr nicht, aber die Kinder. Ihr schlaft noch nicht. Nein. Ja, okay. Wir haben noch Arbeit. Was ist mit Walzer? Walzer tanzen? Kannst du mit Walzer tanzen? Ja, kann überhaupt nicht tanzen. Walzer können wir nur auf der Strecke. Ja, mach ich mal. Der Schelle ist im Auto, Leute. Ja. Ihr müsst schon den ganzen Livestream euch angucken, ne? Ich darf jetzt mal fahren. Okay, also. Was fährst du? 10 Minuten, oder? Ja, 10 Minuten ungefähr. M4 GT3 bin ich schon nicht gefahren. Nein, leider nicht. Wassereinspritzung, was hältst du davon? Ist eine sehr gute Idee, den Verbrauch zu reduzieren, die Leistung zu erhöhen. Kannst du schon noch ein bisschen mehr erzählen, ne? Die Leute interessiert es. Die Kamera kann man nicht mitnehmen im Auto, leider nein. Nee, das ist. Also, wir versuchen das tatsächlich, das 24-Stunden-Rennen. Nochmal der Hinweis auf YouTube: Wir drehen morgen von dem Rennen ein Video und das wird dann nächsten Samstag hochgeladen, also in einer Woche exakt. Seht ihr das, was wir morgen treiben? Also, da gibt es ein schönes Video. Absoluter Lieblingswagen, Leute. Hat auch professionell gefilmt? Genau, das wird professionell gefilmt. Und nicht hier so mit dem Handy. Deswegen. Ah, den Zeno soll ich grüßen. Ja, schöne Grüße an den Zeno. Meinung zum neuen M4. Saugeiles Auto. Absolut geiles Auto. Auch kann da alles besser. Unglaublich starke Vorderachse. Unglaublich schön zu fahren. Hochgeschwindigkeit, Stabilität, deutlich besser, kann beides besser, Straße und Rennstrecke. Ja, also das muss ich echt sagen, das habe ich wirklich auch selber erfahren, bei Highspeed auf der Autobahn ist das Auto sowas von Granaten sauber zu fahren und so entspannt, also fährst wirklich über 250 durch Kurven durch, wo du dir früher gedacht hast, Alter Schwede, da komme ich nicht mit 180 durch, also sensationell. Bester Einstiegs-M. M2. Ja. Gibt es auch schon gebraucht, gibt es wunderschöne Autos für wenig Geld. Ja, richtig. Top-Auto. Ja.
Den Leo grüßen, na logisch. Den Leo haben wir doch schon ewig oft. Immer der Leo. Der Schelle sitzt im Auto, Leute. Ein anderer Leo. Gibt es demnächst wieder König? Ja, und zwar werde ich zusammen mit Niki und mit dem D zusammen fahren wir nächste oder übernächste Woche fahren wir los. Eine Woche Grip-Urlaub, Königsurlaub. Deswegen, ja, es wird heftig, denke ich mal. Und ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis es rauskommt. Ich schätze mal 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, sowas ungefähr. Warum steht im Hintergrund ein Porsche? Weil der Porsche nicht fährt. Ja. Also man teilt sich die Box hier. Wie viele Autos sind diesmal in der Box? 8. Was? 8 Autos in der Box, wenn alle da sind. Okay, also wir sind 8 Autos in der Box. Und der eine, der Porsche da hinten, kann leider nicht fahren. Genau, Helge ist Tesla mit dabei. Nein. Tesla, was glaubst du, könnte hier ein Tesla eine ganze Runde schaffen im Renntempo? Eine Runde vielleicht. Genau. Die 24 Stunden sind etwas länger. Ja, genau. Deswegen, Tesla ist nicht dabei. 180 km/h bei Autos. Finde ich ganz offen keine gute Idee. 180 km/h bei Autos. 180 km/h? Ja, die Begrenzung quasi. Auf der Straße draußen. 180? Nee, also nur Kopfschütteln hier. Habe ich noch nie gehört. Man denkt die ganze Zeit von 130. 180 habe ich nie gehört. Okay. Also ich frage jetzt mal ganz kurz, wann ich dran bin. Auf jeden Fall. Halt mal bitte beantworten. Wir verabschieden uns. Du schon wieder. Ha? Bist du wieder dran? Wieso bin ich dran? Der Markus ist wieder dran. Nein, das machst du schon. Sicher, ich hatte die Kamera. Okay. Ich darf was erzählen. Seid ihr schon in der Schweiz reingefahren? Das haben wir nicht, oder? Bist du schon? Ich schon, mehrmals, ja. Okay. Sagt was an, Leroyer bin ich gefahren, Oberhallauer Bergrennen. Rundstreckenrennen habt ihr leider keine in der Schweiz, aber Bergrennen habt ihr wunderbare in der Schweiz, wirklich. Sehr toll. Alter, da ist was los, oder? Da ist wirklich was los. Meinung BMW M340i, super Auto, kaufen. Schlau die Kamera. BMW M4 GT3 DTM, ich denke, da können wir warten drauf. Ja, der wäre gut. Wir fahren keine Fremdmarken, gell? Bist du schon jemals was gefahren, was keinen Propeller hat? Selten. In welchem Rhythmus wir fahren, das werden wir morgen entscheiden. Nach dem letzten Training werden wir das entscheiden. Das Glücklichste ist sicher der Start. Da biete ich mich immer gerne an und dann schauen wir einfach im Rennen, wie sich der Rhythmus entwickelt. M2 Aktivtourer machen wir nicht. Scherzkeks. Nein, brauchen wir nicht. Haben wir genug andere Arbeit, glaube ich. Bergrennen in Südtirol bin ich auch schon gefahren. Trento Bondone, das ist nicht mehr Südtirol, das ist schon Trentino leider. Südtirol bin ich ehrlich gesagt noch keins gefahren. Im Trentino ja. Meinung E36, das ist interessant, oder? Absolut. Habe ich einen E36 M3 Viertürer, ein wunderschönes Auto. Lieblingsstelle auf der Strecke. Alles, was schnell ist und ein bisschen Car Control braucht. Schwedenkreuz, Flugplatz, Galgenkopf. Niki Schelle sitzt im Auto, der fährt gerade. Aber nicht mehr lange. Liebe Grüße zurück nach Steyr an die Kollegen der Dieselmotorentwicklung. M3 Touring als Competition? Fragezeichen. Der Chef Nick. Können wir das bestätigen? Jetzt schauen wir zum Kollegen. Dann häng ich sie rüber und steck dir in die Jackentasche eine neue Maske rein. Ja? Okay. Tipptopp beieinander, der Mann. So, also geht jetzt gleich los. Was ich geil finden würde, ist, wenn ihr den Boxenstopp, den Fahrerwechsel filmt. Auf jeden Fall. Und danach sagen wir Ciao. Okay, so machen wir das. Oder? Wir sind noch fast eine Stunde live. 50 Minuten. Was das kostet? Ha? Was das kostet? Nix. Kennst du Felix von der Laden? Nee, kenn ich nicht. Nix. Demnächst, ja. E39 M5. Ja, mega. Ein wunderschöner 8-Zylinder, ganz ehrlich, der hat Bums ohne Ende. Schönes, komfortables Auto.
sag ich schnell. Ich muss euch einmal ganz kurz Mausi vorstellen. Ja? Asi-Bärchen, Dominik, ja. Ist unser, wer heißt das Wagenchef? Car-Chief. Oder? Car-Chief. Ja, genau. Car-Chief. Wow. Ja. Wow. Das Perle. Könnt ihr den mal grüßen? Ja, genau, grüßt mich mal. Grüß mal den Dominik. Ihr könnt auch Mauserle schreiben. Dominik, erzähl mal, was du für einen Beruf hast im Zivilen. Nee. Nee, das ist mein Privatleben, das bleibt außen vor. Also ich gehe mal vor, ne? Jawohl. Nee, sowas erzählt man nicht. Ich gehe jetzt mal da vorne hin, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ja? Das. Komm, da gehen wir gleich mit. Da gehen wir mit. Komm. Ja. Jetzt halt mal nur die Kamera. Natürlich, nee, die Kamera, bevor dir die Pfote abfalten. Ja, ich verstehe schon. Herr Malmö, die ist hochkonzentriert, wir müssen reden. Würdet ihr auch einen Dacia fahren? Was ist das denn für eine Frage? Guck mal hier! Na, das ist das einzig Wahre! Eben! Viel Erfolg! Danke. Viel Erfolg! Jawohl! Viel Glück und jetzt noch mal Herz machen wir für dich, glaube ich. Und wir nehmen die Box, Box, Box. Box, Box, Box. Der Sechszylinder wird es noch lange geben, da werden wir dafür sorgen. Der Niki wird jetzt reingerufen, jetzt geht es dann gleich los mit dem Boxenstopp. Zwei alte Herren. Ich glaube gar nicht, was wir hier den ganzen Tag in den Quatsch reden. Unfassbar. Nicht. Kauft den X5, der ist auch super. Was hältst du von einem Dreizylinder in einem M135i? Nicht viel. Kennengelernt haben. Wie haben wir uns kennengelernt? Im Herrenstudio. Stimmt, ja. Also, beim Schmähführen. Was habe ich da abgeholt? Da hast du einen M8? Na, M2? X6M. X6M, genau, X6M. Da haben wir uns kennengelernt. Seitdem ist es eine richtige Liebesgeschichte. Rocket 900 kommt in 2 Wochen. Hans, mach ein Burnout. Ich versuch's, wenn ich gleich wegfahre. So, jetzt geht's dann los. Bist du nervös? Ja, ich bin nervös. Thank you.
Ich bin in eine absolute Wärmephase gekommen, ich schwitze wie ein Ochs. Hat es ja geregnet im Auto oder was? Mehr als das, also brutal. US-Fahrerbesatzung Lance Boccacelli, Tilius und Charlie Austins. Könnt ihr was helfen? Matthias, Fahrer-ID. Matthias, Fahrer-ID. Wir legen mal da auf.